Heute ist der 6.9.2010 und das sind die Anzeigen des Tages. Am 6.9. ist schon viel passiert. Zum Beispiel am 6.9.2006 erzielte die deutsche Nationalmannschaft ihr höchstes Auswärtsergebnis. 13:0 in San Marino. 13 Tore. Das konnte nur gelingen, weil Mario Gomez nicht mitgespielt hat. Hoffen wir mal, dass morgen der höchste Heimsieg passieren wird. Carsten Spengemann hat heute Geburtstag. Wir freuen uns für den sympathischen Ringdieb und wünschen von hier aus alles Gute. Den Ring musste er ja bestimmt wieder abgeben, aber er hat heute Geburtstag. Falls also jemand einen Ring über hat, ich kann das in die Wege leiten. Und nun zur ersten Anzeige. Tankred sucht zwei Karten für das Spiel 1. FC Köln gegen den FC St. Pauli am nächsten Sonntag. Preisverhandlungssache, bitte melden bei Patch 22 Schillingstraße 22. Die nächste, am 17.09. um 19.30 Uhr spielt die Band Tiny Hunters in Odonien. Das ist in der Hornstraße. Die Männer können den Mädchen bestimmt sagen, wo das ist. Tiny Hunters spielen Country und Western am 17.09. in Odonien. Nächste Anzeige, Paloma. Paloma sucht ein Zimmer in einer WG hier im Veedel. Bis maximal 350 Euro und sie braucht das Zimmer erstmal bis Ende des Jahres. Eine junge Frau, ich hoffe, es gibt schöne, viele nette Angebote. Bitte melden bei Patch 22, Schillingstraße 22. Transporte, Kurierdienste, Entrümpelungen, Haushaltsauflösungen. Micha entsorgt alles, also fast alles, Ehegatten ausgenommen. Die Nummer von Micha gibt's bei Patch 22, Schillingstraße 22. Jupe aus der Fridolinstraße sucht ein altes Emaille-WC-Schild. Jupe sucht ein altes Emaille-WC-Schild. Wer eins hat, bei Patch 22, Schillingstraße 22 melden, damit der gute Mann auch sein Klo findet. Christel Nauber hat ein Chippendale-Sofa abzugeben. Geflochtenes Rücken- und Seitenteil mit rundem Tisch. 70 Euro für Selbstabholer. Von Christel Nauber ein Chippendale-Sofa mit Tisch. Die Chippendale-Stripper gibt es vielleicht auch noch gratis oben drauf, wer weiß. 70 Euro Chippendale-Sofa. Nächste Anzeige, Manzi Medialer Service, Patricia Manzi. Ideale Idee, ideales Anzeigenangebot. Freiberufliche Sekretärin hat noch Kapazitäten frei. Derzeit halbtags, zum Beispiel für 20 bis 30 Stunden die Woche. Besuchen Sie www.m-mediasurf.de oder mail an info@m-mediasurf.de oder melden bei Patch 22 Schillingstraße 22. Vielen Dank. Freundlicher Service von Pico Coffee. Nächste Anzeige, Laura. Laura sucht eine Vespa PK50 oder PX50. Möglichst gut erhalten, bis 650 Euro. Eine Vespa für Laura, keine Mücker, keine Flieger, keine Libella, eine Vespa. Nächste Anzeige, Marc Rehberg hat ein Aquarium zu verkaufen. Hundehaltung war gestern. Katzen sind öde, Vögel sind blöde. Der Trend geht jetzt zum Fisch und das betrifft auch dich. 0817 Reim sind in, drum stell dir ein Aquarium hin. Naja, Versmaß passt noch nicht so ganz. Nur 50 Euro heute und hier, geh zu Marc, der gibt es dir. Die Adresse von Marc gibt's bei Patch 22, Schillingstraße 22. Nächste Anzeige, das Da Antonio, Neusser Straße 14, macht seit 1981 eine geile Pizza. Das sind 29 Jahre konstante Leistung eines Italieners. Da kann sich die italienische Fußballnationalmannschaft eine Scheibe von abschneiden. Patch 22, Ihr Film ist unser Anliegen. Sie können wir nicht schöner machen, aber Ihr Video. Seminare und Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene bei Patch 22, das ist Schillingstraße 22. So, zum Schluss gibt es noch einen Tipp von meiner Oma. Geräucherter Schinken wird durch langes Aufbewahren hart. Man schneidet ihn dann in dünne Scheiben und legt ihn 10 bis 15 Minuten in frische Milch. Dann ist er wieder wie neu. Ich
werde ab sofort jeden Tag solche Anzeigen vorlesen, und zwar mittags um 12 am Sudermannplatz um 16 Uhr hier. Wer etwas zu sagen hat, sagt es Patch 22, die sagen es mir, ich sage es im Viertel, ich bin der schwarze Brett. Schönen Dank. Und danke fürs Wasser.